Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Rise of the Republic. Ja, Taras ist gerade ziemlich am Verlieren, würde ich sagen. Also wir haben jetzt nur noch, warte, hier so einen kleinen Zipfel vom Stiefel und hier Karthago. Und dann müssen wir mal schauen, was wir mit den anderen hier machen. Wahrscheinlich werden wir die... Müssen wir die auch vernichten. Es sei denn, der Tachuna macht uns mal zum militärischen Verbündeten. Ja, dafür mag er... Lass uns Oliven, Brot und Wein bringen, dann können wir uns unterhalten. Dafür mag er uns zu wenig. Ich kann dir Geld anbieten. Ah, warte, 20.000? Moderat 14.000. Okay, also das macht er. Das heißt, wenn die Delfine hier tot sind, können wir das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Du kommst nicht weiter. Ah, du hast noch eine Einheit, die... naja. Da ist wohl wieder eine sabotiert. Von irgendeinem schmutzigen Gegner. Ah, genau, da war doch was. Du machst mal das da. Kannst du die nicht einnehmen? Ach so! Ich bin ja ein Idiot. Genau. Ja, wobei, umstellen. Dann hole ich die nochmal. Und dann greife ich die an. Machen wir das. Mal schauen, ob ich gewinne. Also, ich glaube, es könnte... Ja, ich könnte sehr gut gewinnen. Die mit den Seeigel auf der Hand. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich so eine Faust, wie die Gladiatoren das mal hatten. Oder früher, also so nietenbesetzte Fäustlinge. Könnte mal sein. Könnte sein. Können wir mal anschauen. So. Garnisonsarmee 1200. Und das ist ein bisschen viel. So. Ja. Aufstellung starten. Bitte. So. Wo sind denn die Lieben? Da hinten. Ah, das sind so Stealth-Dinger. Ah, genau, ja. Das sind so. So fette Klauen. Die kann ich, glaube ich, überall hinstellen, ne? Auch hier hin, ja. Und auch hier? Nee, so weit geht's dann wohl nicht. Okay. Aber das, die ganze Armee kann ich so... Wow. Das ist anscheinend dann auch die einzige Stärke von denen. Okay, die anderen. Warte, die können ja mal schon mal hier hingehen. Die gehen mal hier hin. Die gehen dahinter. Brennender Schuss, ja, brauche ich gerade noch nicht. Ah, die können mal ein bisschen weiter gehen. So. So, dann mache ich schon von Anfang an. Die haben halt, ja, doch, die haben ganz gute Rüstung. Das ist ganz in Ordnung. So. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, da fangen sie schon an zu schießen hier. Yeah.
Die können mal dahin gehen, die gehen mal dahin. Die warten mal, warte, die können ja jetzt mal ein bisschen vorgehen. Die gehen mal jetzt weg. Der geht hinterher. Wir fangen jetzt hier an. So, die da fangen jetzt mal an, hier rauf zu schießen. Der General geht jetzt mal da drauf. Die gehen mal jetzt da drauf. Die, unser General wird angegriffen. Greift hier an. Die gehen dahin. Nein. Bitte unterlassen Sie das. Vielen Dank. So, karthagische Hopliten gehen jetzt kaputt. General, da bist du. Ja, die heilige Schar ist halt schon ziemlich heftig. Ihr müsst mal hier unterstützen jetzt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Helfen bitte. Jetzt mache ich einen interessanten Querangriff. Okay, das lief schon mal ganz gut. So, jetzt bitte hier hin. Oh! Oh, 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 die habe ich ganz ignoriert, vergessen. Das ist ein schändlicher. Das ist nicht gut. Das ist jetzt schlecht. Was machen wir denn jetzt da? Warte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Hier muss ich ja versuchen, rundherum zu gehen. Ja, das ist schon mal gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay. Das hat schon mal gewirkt. Jetzt bitte hier schön in den Rücken fallen. Du greifst den da an. Du gehst runter. Genau, schön in den Rücken. Uiuiui. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schön in den Rücken. Ah, das ist schön. So. Bitte in den Schnellgalopp. Das ist gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Okay, das ist auch gut. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Der kommt auch. Wir haben
noch die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Es gibt noch welche da hinten. So. Ja, komm. Die könnt ihr jetzt auch noch platt machen. Wobei, das überlasst mal den Bogenschützen. Ja, den Bogenschützen, den Kavalleristen hier. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das können wir halt immer noch verlieren, ne? So, sehr schön, aber... Ja, nee, das können wir nicht mehr verlieren. Das können wir jetzt nicht mehr verlieren. So. Ja, zwischendurch hat es mal ein bisschen schräg ausgesehen. Aber das hat alles jetzt gepasst. Man kann halt ja mit Fernkämpfern sehr viel anrichten. Weil, also nur mit Nahkämpfern hätte ich Haushof verloren. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Und schön in den Rücken rein. Super. Ja, cool. Das war auf jeden Fall ein guter Sieg. Hier, also die ganzen Fernkämpfer, die da waren auch sehr gut. Also das hat mich echt überrascht. Also von hinten sind die, also wenn sie von hinten angreifen, sind die ziemlich stark auch. Das, ja, das ist, glaube ich, sehr erklärend, wenn die, wenn man die überall hinsetzen kann und die, ja, von hinten und so weiter angreifen können. Und die habe ich jetzt nicht zum Klientel gemacht, weil die das schon mal verkackt haben. Also nochmal, nein, danke. Gut, minus Nahrung. Ich habe 132, da kann man ein bisschen aufrüsten jetzt. Genau, hier ist die 212. Legion. Wo geht die eigentlich hin, wenn hier mal alles fertig ist? Ich würde sagen Richtung Utica. Dann greifen wir mal Karthago an. Als nächstes. Und ich glaube... Ja, die ist, die ist dann hier drüben, wenn ich hier fertig bin. Ich sehe es schon kommen. So... Wolfpack, die könnten die eigentlich angreifen. Schaffe ich die? Ja, ich schaffe die. Komm. Angriff. So. Ja, die Pferde können nicht so gut verteidigen. Nebel? Nee, Nebel ist ganz gut. Weil dann können sie auch nicht wirklich verteidigen. Beziehungsweise die Türme greifen nicht so stark an. So. Ich mache das natürlich wieder so eine geile. Natürlich wieder so, dass ich so tue, als würde ich alles von vorne angreifen, aber mache ich natürlich nicht. So, also die Triarii greifen von vorne an.
Und von links. Die greifen von rechts an. Und von links. Und von vorne greifen die an. Gut. Also ich versuche eine sehr starke linke Flanke aufzubauen. Und hier quasi... Ah, nee, warte. Ich habe es gerade falsch rum gemacht. Die beiden kommen auch hier hin. Weil die... Ich baue jetzt eine starke rechte auf. Weil die linke besteht nur aus 2x Triarii. Und die sind sehr gut in Aufhalten. Und quasi will ich versuchen, von hier und von hier, ich kann es leider nicht aufzeichnen, genau, Richtung da zu stoßen und hier einfach quasi stabil zu bleiben. So, mal schauen, ob mein verrückter Plan klappt. Ich find's ja lustig, dass er hier halt noch Hopliten hat und nicht hier alles voll macht. Und ich find's auch lustig, dass ich die sehen kann. Also, wie kann ich die sehen? Naja, egal. Die Fernkämpfer sind natürlich die ersten, die dran glauben müssen. Aber ist bis jetzt nur einer geschwommen. Das passt. So, jetzt aber Gas. Okay, der hat eine starke linke Flanke gemacht, beziehungsweise von ihnen aus rechts, weil ich ja wahrscheinlich da gestartet bin. Aber normalerweise stellt er sich dann sehr schnell um. Ja, egal. Ach krass, der macht Reis aus. Interessant. Das ist interessant. Dann verstopfe ich mal hier die Zufahrt. Ja, sieht interessant aus. So, der ist auch platt. Ja, jetzt ist das entstanden, was ich eigentlich verhindern wollte. Und zwar voll die Verstopfung. Das wollte ich eigentlich nicht. Weil die Türme machen so viel Schaden. Das glaubt er nicht. Das ist echt abartig. Das ist echt krass. So, ihr seht schon, also hier, die da sind fast tot. Oder fast tot ist übertrieben.
Aber niemand ist mehr ganz so gut. Nicht mehr ganz so gut drauf. Ich versuche mal jetzt da durchzubrechen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt schon. Ja, dann geh mal weg. Unser General wird angegriffen. Nicht jetzt. So, ich versuche mal da jetzt reinzubrechen. Hier geht es langsam voran, aber ihr seht schon, es ist viel zu langsam hier. Also, das und hier komme ich auch nicht weiter. Das ist genau das, was ich, wovor ich Angst hatte. Okay, die ND ziehen sich hier nochmal zurück, dann können sie ein bisschen werfen. Und du hörst jetzt mal auf, hier auf meinen General zu werfen, ne? Wieder raus. Du kommst auch raus. Du gehst rein. Du gehst rein. Ja, mach mal schnell. Ah, nicht der General. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Prinzipas! Nahkampfinfanterie zu euren Diensten! Delites! So, Fernkämpfer gehen jetzt mal weg. Alter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt reicht's. Jetzt. Ja, und der greift jetzt meinen schönen General an. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist echt lame gerade, was hier passiert. Aber ja, bei so Verteidigungsdingern muss man eigentlich nur sein, ja, die Wege verstopfen und dann ja, zuschauen. Wenn ich das noch schaffe,
dann bin ich erstens gut und zweitens habe ich so eine krasse so einen krassen Verschleiß. Also ich meine, die Einheiten hier, also die werden wirklich nicht viel getötet haben von mir. Aber die Türme. Das ist ein schändlicher Anblick. Können wir ja dann später mal ausrechnen, wie viel die Türme getötet haben. Aber das ist wirklich jedes Mal sehr lächerlich. Wie viel die eigentlich platt machen. Ja, und die wurden jetzt aufgehalten. Die werden jetzt vollständig aufgelöst. Geil. Aufgerieben. Die da auch. Ich breche mir jetzt mal durch. Geh mal hier in den Rücken. So ein bisschen noch pushen. Ah, da muss man mein General ran, ne? Da muss leider jetzt mein General ran und ja, dran glauben. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das hat definitiv nicht gewirkt. Weil die wurden ja sehr gut aufgehalten. Ja, jetzt gehen alle nach da, weil da mein General ist. Die wurden nur von einer dämlichen Hopliteneinheit aufgehalten, mehr oder weniger. Ja, mein General ist natürlich gefangen. Okay, kommt noch raus. Na, wenigstens. Der geht dahin. Der geht dahin. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Gehen beide dahin. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, ja. Alle zu den Turm. Alle zu den Turm. Die gesamte Einheit ist umgekommen. Wir haben einen Turm eingenommen. Ja. Halt.
Alter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Alter, der hat mich jetzt echt besiegt, ne? Ach, leck mich doch. Gut, also, er hat getötet 1700 und ich habe 1800 verloren. Also 800 nur von den Türmen. Das ist halt schon heftig. Alter. Vor allen Dingen, das sieht man mal. Also, er hat von der... also, ich hätte das... Alter, der hat halt alles vernichtet, ne? Wow. Wow, wow, wow. Er hätte halt, also, ich hätte es automatisch machen können, aber dann... Aber dann wäre halt, ja, dann wäre es halt nicht so spannend gewesen. Eieiei. Junge, 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 das war gerade schon heftig. Okay. Gut, dann würde ich, dann würde ich sagen, wir sind noch keinen Schritt weiter, aber ja, wir machen hier Schluss und ja, danke fürs Zuschauen und nächstes Mal werden wir uns rächen dafür, dass er meine ganze Armee platt gemacht hat. Ja, gut, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.